René Casserly ist Ninja Warrior Germany. Noch nie hat jemand den gefürchteten Mount Midoriyama bezwungen, bis jetzt. Zirkusartist René Casserly erklimmt das 20 Meter Seil noch vor Ex-Let's Dance-Teilnehmer Moritz Hans, 25, und ist damit der erste Ninja Warrior Germany ever. Aber was hat René, der übrigens der Cousin von DSDS-Sieger Ramon Roseli, 28 ist, jetzt eigentlich mit dem Preisgeld in Höhe von 300.000 Euro vor? Im Interview steht Deutschlands erster Ninja Warrior Rede und Antwort und verrät ein paar interessante Details zu seinen harten Vorbereitungen auf den wohl krassesten TV-Parcours. Wenn meine Tiere zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. René, hast du gewusst, wie schnell Moritz war und ob er gebutzert hat, als du angetreten bist? Nein, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich war weit weg in einem Raum ohne Sicht auf das Geschehen und habe nichts gesehen oder gehört. Als ich am Mount stand, wusste ich noch nicht mal, ob er es geschafft hatte oder nicht. Ich habe in dem Moment zu mir gesagt, mach es, wie du es im Training immer machst, hau das Beste raus und wenn du halt schneller warst, dann hast du gewonnen. Und wenn Moritz es war, dann hat er es mehr verdient, weil er dann mehr trainiert hatte. Ich wusste gar nichts, nimm uns mit in deinen Kopf, was ging an dir vor, als du wusstest. Du gehst an den Mount, ich habe seit über 2 Jahren den Mount sehr intensiv zu Hause trainiert. Ich bin jede Woche 4 bis 5 Mal den Mount hochgeklettert und ich habe mir eine perfekte Technik angeeignet und wusste so, dass ich in der Lage bin, den Mount in 21 bis 23 Sekunden hochzuklettern. Tatsächlich hat sich mein Lauf an Stage 3 Anmerkung, letzter Teilparcours vor dem Mount genauso angefühlt wie bei mir zu Hause im Training, und das war die beste Voraussicht. Hast du zu Hause wirklich so einen Parcours? Ja. Ich habe bei mir zu Hause einen 130 Meter Ninja Parcours gebaut, mit über 25 Hindernissen und einem 21 Meter hohen Mount. Ich habe ihn extra einen Meter höher gemacht. Ich mache es mir immer etwas schwerer als in der Show, weil ich es dann leichter habe.